Und ja, herzlich willkommen zurück zu meinem Creative Server Let's Play Folge 22. Ja, letzte Folge, die über ein paar Neuerungen geredet. Soll sie jetzt nicht weiter stören? Was? Ja. Jetzt machen wir lieber mit dem Spiel weiter. Ich weiß gar nicht, was wir letztens gemacht haben, was wir machen wollten. Bei unserem Haus müssen wir auf jeden Fall noch das Dach machen. Und hatten wir schon Eisen? Doch, Eisen haben wir schon gefunden. Haben wir schon abgebaut, oder? Ja, doch, haben wir abgebaut. Mal gucken. Bronze? Ach, genau. 27 mal Eisen. Sehr schön. Wie tief war jetzt das Ding hier eigentlich? Oh, Güter. So, genau. Ich guck mal. Achso, ja, ich weiß gar nicht, wie tief wir sind. Ja, gehen wir noch weiter runter? Weil ich meine, wir haben jetzt hier zwar schönes Eistimpen gefunden. Das heißt, wir sind jetzt auch definitiv Eisen. Aber ich würde gerne noch ein bisschen tiefer gehen, weil wenn wir hier Eisen haben, dann heißt das, dass wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf noch mehr Eisen treffen, noch ein bisschen höher wird. Von daher würde ich mal sagen, wir haben 29 Leitern. Wir setzen die so einfach mal ein. 30 nach unten können wir den definitiv machen. Oder ich sag mal 20. Haben wir noch 9 Leitern für unser Haus. Weiß nicht, für den Dachboden oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir ganz, ach du Scheiße. Oh! Das war dumm. Hilfe! Oh, ich habe Eisen gefunden. Yay! Oh Gott. Achso, na gut, wir können uns ja hier. Fuck my life. So, da müssten wir. Da müssen wir rauskommen. Das heißt, da müsste ich hier die. Ich wollte einfach mal. So. Wo bin ich jetzt gerade? Achso, ja. Das war dumm. Mal wieder. Ist ja nicht so, als wenn ich hier noch nie dumme Sachen gemacht hätte. Das war auch dumm. Was? Kann ich nicht. Hure. Ich hasse dich. So. Da bauen wir hier erstmal Leitern an. Das geht, glaube ich, nicht. Hier sieht scheiße aus. Das heißt, wir bauen ab hier Leitern. Ja. Danke dafür. Gut. Dann hätten wir schon mal eine Höhle gefunden. Nice. Gut, ich brauche hier gleich noch ein bisschen weiter. Scheiße. Spitzhacke ist natürlich gleich wieder tot. Da können wir nämlich immer direkt runterspringen und landen quasi im Wasser. Ist natürlich ultra geil. Ja doch, wir haben noch massig Gestein. Sehr schön. So, was habe ich da gerade gesehen? Was war das hier? Gar nichts? Achso. Ja. Treasure Plate. Kennen wir mittlerweile. So. Das heißt, wir bauen einmal Axt. Und bauen sie noch ein bisschen tiefer. Dann können wir später hier immer schön abstürzen. Erstmal atmen. Es war dumm, dass das funktioniert, aber gut, ist halt so. Oh, es wird langsam dunkel. Sache ist, ich weiß auch gar nicht, wie tief es sinnvoll wäre, mit sich runterzubauen. Was ist da draußen schon wieder los, Alter? Sie machen einen Lärm hier in der Mittagszeit.
würde uns gerne mal eine Fackel aufstellen, aber wir sind gerade erfolgreich erstickt. Sehr schön. Das Problem ist, ich glaube, die Fackel geht weg, noch bevor wir unten was sehen. Ah doch. Ja, da habe ich da gerade Eisen gesehen. Eisen. So, easy. Baue ich hier. Ach, ich soll noch mehr Eisen. Oh, Eisen? Sehr schön, aber gleich wieder schön Eisen gefunden. Unter uns ist jetzt Sand, warum auch immer. Na komm, ich mache hier erstmal kurz dicht. Können wir hier in Ruhe bauen. Haben wir Kohle dabei? Ja, gut. Dann schmeiße ich jetzt irgendwo erstmal einen Ofen hin. Nee. Aber noch kein Ofen dabei. Hallo? Achso, ja. Dann schmelze ich jetzt mal irgendwo ein bisschen erstmal ein bisschen Eisen. So rum, danke. Ja komm, mal gib ihm. Dann können wir uns erstmal eine schöne Eisenspitzhacke bauen, damit wir auch mal ein bisschen schneller vorankommen. Das wäre mal ganz schön. So. Also hier war das Eis, was wir gefunden hatten, aber irgendwie mehr gibt es hier auch nicht mehr, kann das sein? Da. Ach ja, siehst du, und was noch ganz neu ist, hatte ich in der vorigen Folge vergessen zu erzählen. Mythos 5.2.0 hat natürlich auch viele Neuerungen, die wir jetzt schon genießen können. Und zwar Help All. Hat er bisher eine Liste ausgegeben mit allen Befehlen und die dazugehörigen Codes. Erklärungen. Das Ding ist jetzt grafisch geile Scheiße und nach Mod sortiert. Nice. Das heißt, wir können zum Beispiel gucken hier, weiß nicht, Protector Mod zum Beispiel, badam, sehen wir gleich, welche Befehle es gibt und vor allen Dingen, was gerade für Spieler ganz geil ist, welche Mods man überhaupt benutzen kann. Ich meine, ich als Admin kann sowieso alle Befehle benutzen. Aber gerade für Spieler, die sehen halt nur das hier, die sehen halt nur das. Ach, man sieht es nur noch grafisch. Ja gut. Man sieht halt, normalerweise hat man halt die Liste gehabt, wo einfach alle Befehle drin standen. Und man wusste jetzt gar nicht, als normaler Spieler, welche Befehle kann ich überhaupt benutzen, welche nicht. Und hier ist es jetzt halt so, dass die Befehle, die man nutzen kann, halt gleichzeitig halt grün hervorgehoben sind. Und es sind aber halt die Befehle, wo man gar nicht erst probieren braucht, weil man, da sind halt keine Befehle für normale Spieler, sondern für Administratoren oder Moderatoren oder irgendwie welche mit erhöhten Rechten. Ja, dementsprechend Befehle, die man selber halt nicht nutzen kann, halt grau. Finde ich ganz geil und vor allem halt das Coole, man kann hier drinnen sehr einfach scrollen, aber halt das Allerbeste für meine, also aus meiner Sicht, dass es halt nach Mod sortiert ist. Weil wenn man halt, man weiß ja meistens, was man möchte und welche Mod dafür zuständig ist, und wenn man dann aber Help All eingibt, muss man dann versuchen, welche Befehle gehören denn überhaupt zu der Mod. Und ja, jetzt hat man halt hier wunderschön dieses ganze. Ach, siehst du, Kill Me gibt's auch noch. Ah, hätte ich das benutzen können statt Kill. Jedenfalls, Kill ist nämlich ein Befehl zum Beispiel hier, den ich vorhin versucht habe, weil ich den halt als Admin kenne. Aber das eben, das ist ein Befehl für Admins, weil der Befehl ist normalerweise nicht dazu da, um mich selber zu killen, sondern um andere zu killen als Administrator. Ich benutze den aber immer, um mich selbst zu killen. Ja, also wenn man /kill ohne Name angibt, killt man sich halt selber. Aber für normale Benutzer gibt es dafür halt diesen Kill Me Befehl. Ja. Und hier zum Beispiel diese neue Kacke mit Region. Ist ein bisschen irreführend.
In dem Fall jetzt ist es eine Ausnahme. Es gibt ein paar Ausnahmen, weil diesen Regionbefehl könnte ich quasi jetzt auch benutzen. Habe aber für keines von diesen Operationen Berechtigungen, weil ich für diese Unterbefehle nochmal separate Rechte brauche. Ja. Dann ist hier halt Report, Format Spieler und so weiter und so fort. Deswegen also schön geordnet nach Gruppen. Geordnet nach Gruppen. Nein, gruppiert nach Mods. So. Wow, ich kann Sachen bestätigen und ablehnen, obwohl ich sowieso keinen einzigen Befehl machen kann. Interessant. Nice. Ja. Gut, ich meine, in dem Fall könnte man X-Band komplett ausgrauen, weil hier gibt es keinen einzigen Befehl, den ich einsetzen kann. Ist vielleicht ein bisschen, naja, ist halt so. Aber ja. Ist halt so. Gut. Wollte ich nur nochmal gezeigt haben. Axt. Wir wollen eine Axt bauen. Geht schon gleich viel schneller. So, wo war jetzt das Ding, wo wir runterkommen? Hier kommen wir runter. Darum wird es ja später gehen, dass wir hier noch ein bisschen weiter runter können. Und vielleicht finden wir in diesem Zusammenhang auch gleich noch ein bisschen Eisen. Weil das sieht ganz nice. So, bist du mittlerweile fertig? Sehr gut. Machen wir da noch eine Fackel hin. So ein bisschen Zinn, kann ich schaden. Oder ist das erfüllbar? Silber und Zinn. Eins von beiden wird es gerade schon gewesen sein. Ey, wir haben schon 8 Taler. Wow! Oh, ich habe schon wieder Eisen gesehen. Ah, ne, war Zinn. Schade eigentlich. Eisen! Ich brauche ganz viel Eisen. Eisen. Oh, Eisen. Sehr schön. Eisen ist immer gut. Wenn es etwas gibt, von das man nicht genug haben kann, dann ist es Diamant und Eisen. Naja, Mese kann man sich auch drüber streiten. Ich persönlich nutze eigentlich eher selten Mese, eigentlich gar nicht. Was aber daran liegt, dass ich das meistens gar nicht finde. Ist halt selten. Oh. Kam es hier gerade schon das erste Monster? Ich habe gerade Monster gehört, oder? Oh. Wir sind also nicht allein. Ja gut, über uns ist ja auch eine riesige Höhle, ne? Von daher. Auch irgendwo verständlich, dass es da irgendwo wahrscheinlich Monster geben wird. So, dann gehen wir mal in den Wasserstrauch. Du Scheiße, das ist eine dumme Idee. So. Da ist auch noch Eisen. Eisenspitzhacke schon kaputt, wie kann denn das sein? Na gut, ich meine, wir haben mit einer Eisenspitzhacke nochmal 12 Eisen gefunden, also das Win-Lose-Verhältnis stimmt auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die Haupthöhle rein. Gucken mal, was da noch so uns erwartet. Wobei ich erstmal, ich finde jetzt, wir sollten die erstmal ausleuchten, damit wir überhaupt wissen, was hier abgeht. Da ist Eisen.
Bin ich ja nichts hier. Oh, hier geht's hoch. Ich geh jetzt nochmal hoch. Eisen! Guckt euch das ganze Eisen an. Oh. Voll witzig. Was ist denn noch her? Holy smoke! Ich denke mal, wir brauchen mehr Fackeln. Gut, den Raum gucke ich mir später an. Ich gehe erstmal wieder hier nach unten. So, wie sieht es denn hier aus? Kohle. Da hinten ist noch ein bisschen Kupfer. Hier ist wieder Eisen. Okay, ist auch schon wieder hoch. Nanu. Da hätte man einfach nicht ziehen. Okay, ich baue, crafte mir noch mal ein paar Fackeln hier. So. Schubst da was. Damit wir auch mal was sehen. Ah, befestigter Boden. Sehr schön. Weil ausleuchten ist halt wichtig, damit wir für keine Monster kommen. Wobei, so dunkel wie das hier insgesamt ist, werden wir dann wahrscheinlich trotzdem Monster kommen. Da kann ich gar nichts gegen tun. Alter, ist das für eine riesen Höhle? Hier geht's schon wieder runter. Holy smoke. Eisen. Oh mein Gott. Wir werden hier viel Zeit verbringen. Das verspreche ich euch. Hoffentlich laufen wir im Kreis und kommen irgendwann mal wieder bei uns an unserem Eingang raus. Wäre mir irgendwo schon ein bisschen lieb. Ich meine, an sich große Höhlen sind natürlich geil. Aber wenn sie natürlich halt so groß sind, dass man die Übersicht verliert. Aber ich glaube, da kommen wir schon zum Anfang. Ja. Da ist schon wieder der Anfang. Sehr gut. Das sind die gerade. Da ist wieder der Anfang. Sehr gut. Oder auch nicht. Ich fall schon wieder ab. Oh mein Gott. Nein. Ich hasse Fackeln, die kopfüber sind. Warum gibt es solche Fackeln überhaupt? Wer hat die erfunden? Guck euch dieses ganze Eisen an. Kannst du mal bitte Ende geben irgendwann? Hallo? Leck mich! Ach, na geht doch! Dachte schon, ich sterbe. Alter, was für eine riesige scheiß große Kacke. Wo sind wir denn überhaupt? Also. Und schon nicht verlaufen. Geil. Och.
Irgendwann schreibe ich eine Mod, die diese ganzen Fallschirmfackeln einfach ersetzt. Gegen Scheiße. Ah, das ist der Ausgang. Oh mein Gott. Oh, das ist ein riesiger Abzweig. Wollt ihr mich ruinieren? Oder urinieren? Hallo? Danke. Oh mein Gott. Okay, hier fängt es wieder an. Sehr schön. Okay. Alter, guckt euch das an. Wir haben jetzt ja, mehr als 80 Fackeln verlegt. Das ist heftig. Heilige Scheiße. Und wir haben uns weder die Decken noch an den Böden umgeguckt. Das heißt, es kann sein, dass es nicht so in die Decke irgendwo weiter verzweigt oder nach unten weiter verzweigt. Heilige Scheiße. Ich glaube, unser Eisenproblem ist damit erstmal gelöst. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt noch nach Hause. Vor allen Dingen, was mich halt interessiert, ist, ob dieser Absprung hoch genug ist, dass wir einfach reinspringen können und das Wasser dämpft uns dann ab. Oder ist das auch zu flach? Ich würd mal sagen, wir wagen einfach den Versuch und springen einfach mal rein. Und gucken, ob es uns das Wasser abdämpft. Wäre eigentlich ganz cool. Bist du eine geschützte Kiste? Nein, bist du nicht. Du bist zu voll. Okay, komm, wir wollen jetzt erstmal hier ein paar Kisten. Holz. Gibt's hier Holz? Nein. Ja. Ich nehme aber erstmal Dschungelholz. Ist nicht so wertvoll. Wie viele Kisten? Komm, ich mache mal 20 Kisten. Reicht das überhaupt? Nein, das sind gerade 10 Kisten. Lala. Danke dafür. So. Du bitte einmal so. Bitte einmal so. Dankeschön. Du da rein. Und Kisten. Sehr schön. So, jetzt haben wir schon mal 20 Kisten, die wir in unser Lager stellen können. Sehr gut. Ja, wir könnten natürlich auch mit Dwarven arbeiten, aber dafür ist das Haus ein bisschen sehr klein, voll für Dwar. Braucht man halt leider ein bisschen Platz. Ich meine, in der Küche können wir dann die Dwar einsetzen. Alter, wenn du aus einem englischen Wort eine deutsche Mehrzahl machen möchtest, ist so scheiße. Genau. Ja, auf jeden Fall werden wir die jetzt erstmal hinsetzen. So, so, so. Der vielleicht noch eine Reihe da drüber. Hä? Stimmt ja, ich kann ja hier connecten. Ich schon wieder. Da kommst du mal weg. Du mal weg. Du mal weg. Du kommst daran, du kommst daran. Du kommst daran, du kommst daran. So. Easy. Und dann machen wir. Sieht das so gut aus? Achso, ja. Eigentum von Ronix. Ja, das ist mein Eigentum. Ich komme Kinder ran. Arsch. Kann man das so machen? Hat man hier quasi, wenn man reinkommt. Ich hasse halt diese Löcher hier. Das sieht so scheiße aus, diese Löchern. Dass die nicht optional sind, ja? Nee, die sind immer da. Man könnte da eine Tür anschließen. Ach so scheiße. Ne, komm, die Kisten, die vorderen vier nehme ich erstmal wieder weg. Und dann würde ich mal sagen, die vier reichen erstmal vollkommen aus. Dann kommt hier erstmal alles aus Holz rein. Da oben erstmal alles, was Geröll oder ähnliches ist. So, hier kommt wieder Holz rein. Bam. Oh, hier kommt dann Edelmetalle und Futter und so Scheiß rein. Und da oben kommt alles mögliche andere rein. Werkzeuge, mache ich die unten rein oder oben? Ne, Werkzeuge mache ich auch hier oben rein. So, Inventar ist leer. Dann springen wir einfach mal rein und hoffen, dass uns das Wasser abfedert. Vertraue ich nicht. Ne, halt nie im Leben. Das ging ganz schnell. Aua, Alter, nehmen wir Fahrt auf. Hahaha. Oh, wir kommen zum Spawn. Warum nicht in unserem Bett? Ich dachte, wir landen bei uns im Bett. Was soll's?
Okay, also das war schon mal, ja. Okay, also das mit dem Wasserbecken, also schon quasi erledigt. Das reicht dann definitiv nicht aus. Wir bauen einfach zu viel Geschwindigkeit auf. Das wird gar nichts. So, dann würde ich mal sagen, Kisten ausräumen, aber ich habe absolut keinen Bock. Erstmal zumindest die, weil ist auch egal. Ach komm, wir räumen die nach Bedarf aus. Wenn wir was brauchen, nehmen wir es hier raus. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, packen wir es da hinten ein. Und so räumen wir Stück für Stück immer weiter die Kisten aus. Sollte funktionieren. So, dann machen wir jetzt mal hier wieder ein bisschen unser Feld. Obwohl es halt ewig Zeit hatte, ist es immer noch nicht komplett fertig gewachsen. Ich glaube das nicht. Hier genauso. Ich will eine Axt haben. Mein Gott, dauert das lange. Fuck, ich brauche eh Schneidbrett. Du einmal und ist meine Axt hier irgendwo? Nein. Nein. Na gut, dann hab dich. Ernsthaft, nach 30 Jahren nicht gewachsen, aber jetzt innerhalb von 5 Sekunden. Das ist Verarsche. Finde ich so nicht in Ordnung. Hier genauso. Nee, der ist noch nicht fertig. Ah, na komm. La 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 So, dann packen wir mal hier in den Rim und bekommen 4 Stück. Ah, reicht da genau ein. Ach komm her, Arschloch. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haben wir zumindest 2 Drittel Gewinn. Geht ja. So, dann schmeißen wir die ganze Kacke mal nach unten. Sehr gut. So. Wir könnten die Felder mittlerweile mal ein bisschen vergrößern. So viele Samen, wie wir mittlerweile haben, würde sich das Ganze sogar fast lohnen. Müssen wir mal schauen. Dass ich quasi von so einem Felder noch zwei anle noch drei anlege. Dass da quasi pro Feld eine Getreideart angepflanzt wird. Ja, wir brauchen früher oder später noch richtig große Beete. Aber wir haben auch eine große Fläche. Weil genau genommen dieser gesamte Seebereich, der immer nur ein Block tief ist, also quasi keine Ahnung, ob es Sumpfgebiet darstellen soll oder sowas, weiß ich nicht. Aber der eignet sich halt wunderbar ja, Anbauflächen. Ist halt so. So, jetzt muss man überlegen. Dach. Was machen wir jetzt mit unserem wunderschönen Dach? Wir könnten das eigentlich sogar schon mal bauen. Weil ich meine, das Dach, also das Grundgerüst vom Dach wird natürlich erstmal aus Holz gebaut und das haben wir ja mittlerweile. Von daher eigentlich gar nicht so eine blöde Idee. Aber ich würde mal sagen, das überlegen wir uns mal in der nächsten Aufnahme. Ich mache erstmal eine Pause. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wie lange die Aufnahme überhaupt schon geht. Ich glaube, das ist sogar schon zu lang. Kann das sein?
Ja, komm. Das finde ich ein bisschen blöd bei meinem Test, wenn man ins Hauptmenü geht, dann muss man warten, bis er die Serverliste geladen hat, also ne, vom Internet runtergeladen hat. Und bevor die Serverliste geladen hat, kann man das Spiel nicht beenden. Also kommt man aus dem Menü nicht raus. Finde ich ein bisschen blöd, aber gut, ist halt so. Nee, ich vergesse noch gar nicht zu lang. Gerade so lange nehmen wir schon auf. Oh doch, 30 Minuten, easy. Na, darf ich mal sagen. Schau mit V.